Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 von Legend of Asun. Wir sind hier gerade im Nirvana. Nee, wir sind auf dieser Halbinsel da. Also was heißt Halbinsel? Im Prinzip kann man, vielleicht gehört es auch noch zur Festlandmasse hier, weil da einfach nur der Fluss durchgeht. Aber ja, auf jeden Fall so ein bisschen abgekapselt ist es schon, ja, durch den Fluss getrennt mit dem Rest. Und wir erhoffen uns hier eigentlich noch ein paar Gegner zu finden. Und ich werde hier gerade herbe enttäuscht, weil hier gar nichts ist. Jetzt möchte ich hier wenigstens eine Goblinbeere am letzten Zipfel erwarten dürfen, aber das darf ich wohl auch nicht. Gut, dann lassen wir es einfach sein. Übrigens, was ich noch machen wollte. Halt, doch, Inventaröffner war richtig. Hier, dieses Schwert. Das müssen wir mal anlegen, denn da kriegen wir eine Quest. Eigenartige Waffe. Ziemlich schwer für ihr Aussehen. Besonders scharf scheint sie auch nicht mehr zu sein. Sie ist zwar nicht völlig verwittert, aber auf jeden Fall hat sie schon bessere Tage gesehen. Irgendwas ist daran jedoch besonders. Ich behalte sie besser noch eine Weile. Das hätte ich vielleicht auch schon früher machen können. Also wir haben ein Schwert gefunden, das lag irgendwo im Wasser. Das sind schon drei grobe Breitschwerter. Da komme ich mir umso blöder vor, wenn wir unsere Strafe wirklich bekommen haben, weil ich das grobe Breitschwert da vor allem mit dem Augen von dem Rekrut weggenommen habe oder mitgenommen habe. Was ich aber nicht glaube. Wie gesagt, wir sind ja auch noch irgendwie belastet in Bezug auf hier Verbrechen und sonst was. Irgendwas haben wir getan und ich weiß nicht was. Da müssen wir auch nochmal in die Stadt dafür eigentlich. Aber naja, das ist ja in der Wildnis erstmal irrelevant. Das interessiert hier kein Schwein. Ja, wir haben jetzt eine Quest bekommen. Denn diese Waffe, ne, das war mir irgendwie schon klar. Ich habe irgendwie nicht ausgerüstet. Ne? Nicht so noble Klinge. Ich habe ein altes Schwert gefunden. Es ist stumpf und unhandlich, aber es scheint mir keine gewöhnliche Waffe zu sein. Vielleicht kann ich sie noch zu irgendwas gebrauchen. Hoffentlich kann ich einen Schmied, aber hoffentlich kann ein Schmied etwas mit der Waffe anfangen. Ansonsten bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als sie zu verkaufen. Da die Waffe aber einen Wert von 1 hat, also von einem Gold, von einem Roperi, werde ich sie wahrscheinlich nicht verkaufen, also das macht doch keinen Sinn. Und also das wäre ja absolut blöde, der Ausgang der Quest darin enden würde, als wenn es enden würde damit, dass man die Waffe verkauft. Außer sie ist verdammt viel wert. Aber das wäre eigentlich, das würde sich niemand wünschen. Also du machst doch keine Quest für eine Waffe und restaurierst die und bringst sie auf Vordermann und am Ende benutzt du sie nicht. Das ist ja, also das ist ja wirklich, das wäre der Gipfel. Das wäre der Gipfel. Also sprich, dass nichts anderes übrig bleibt, ja? Vielleicht verkauft man die Waffe dann trotzdem, weil sie viel wert ist und man hat eine bessere. So, das ist ja was anderes. Das macht man ja dann freiwillig. Aber wenn der Questausgang so konzipiert wäre, dass man die Waffe nur verkaufen müsste, das wäre ja doof. Und so wird es auch nicht sein. Da bin ich mir sicher. Was ich aber auch nicht so ganz verstehe, ist, dass hier so wenig Gegner sind. Ah, Keiler. Na, immerhin. Na, noch 2000 DP circa bis zum nächsten Level up und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne, wir müssen ja eh wieder in die Stadt, beziehungsweise durch die Stadt, und ich würde gerne möglichst noch 10 Lernpunkte mitnehmen. Kann ich die irgendwie da festhalten? Nein, kann ich nicht, das ist natürlich doof. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, haben es doch geschafft. Wobei mir ein bisschen der Puls ging, weil ich dachte hier gerade, weil die Wand, die kam gefährlich nah, ne, und dann. Aber alles gut. Das Fleisch ist auch noch da, ne? Können wir uns wieder voll pumpen hier. 30 Kilogramm Fleisch in den Rachen klopfen. Alles neu damit. Dafür ist es da. Ja, die ganzen Äpfel werde ich dann auch irgendwann mal offscreen futtern. Aber solange wir noch Stärke für 2 Lernpunkte haben, also ne, wenn es noch 1 für 2 ist, werden wir das noch lernen. Bei 1 für 3 kann man sich dann schon eher überlegen, sich den ganzen Kram reinzukippen. Aber nochmal, das ist der alleine? Der ist doch nicht alleine, hör doch auf. Ein einsamer Wolf. Auch schon lange mehr gesehen, sowas. So, also interessante Formation. Hier gab es hier einen Erdrutsch oder so. Ein Beben.
was sind das hier, Weltkriegsbomben, Einschläge, Krater, sonst was. Das sieht echt interessant aus. Da unten ist nur eine Textur, die aus dem falschen Augenwinkel vielleicht aussehen könnte wie eine Truhe, ist es aber nicht so. Auf jeden Fall wenigstens ein paar Gegner. Besser als gar nichts. Ist sonst noch irgendwas hier in der Umgebung? Ich pack mal lieber die Waffe. Ach, guck mal, da unten sind sie, die Kameraden. Und allmählich bekomme ich wirklich das Gefühl, dass diese dunklen Lurker vielleicht Feuerlurker sind. Und wir wissen nur nicht, dass es Feuerlurker sind. Und deswegen steht normaler Lurker über dem Namen. Das könnte ja sein. Das wäre sowohl cool als auch ein bisschen doof. Weil nicht, dass wir die dann ausrotten und dann brauchen wir sie noch für die Quest. Wobei, eigentlich kann man sowas nicht machen. Normalerweise sind die dann... werden dann nochmal extra welche gespawnt oder so. Für die Quest. Das könnte ja auch sein. Was versuchst du? Um den Baum oder was? Hä? Schlag da den Deckel auf, komm her! Gerade natürlich wieder gar keinen kritischen, das ist natürlich wieder wünschenswert. Ach, da doch da einer. So, zack. Nichts zu plündern. Da unten ist aber noch so ein Kamerad, ne? Das sind zwei Gewest. Ja, so langsam wird Fleisch weniger, aber gut, wir haben ja noch genug anderen Kram. EP, solide, dauert halt noch ein bisschen bis zum Level up, aber ist, denke ich, machbar. Gerade noch mit Isons Quest dann. So, guck, der da. Das könnte vielleicht ein Feuerlurker sein. Ich weiß es nicht. Er sieht ja anders aus als der andere. Steht aber nur Lurker drüber. Auf der anderen Seite sollen diese Feuerlurker giftig sein. Und das wären die ja dann auch. Also, das spricht so ein bisschen dagegen. Dass es hier vielleicht keine Feuerlurker sind, sondern einfach nur Lurker mit einer anderen Haut oder... ja, doch Hautfarbe halt. Oder andere Schuppenfarbe oder was weiß ich. Bei den Reptilien da. So, wir wissen, gegenüber auf der anderen Seite ist nicht so rosig, ne? Schattenläufer und Varane, das ist ein bisschen... ja. Ein bisschen kniffliger für uns dann. Und es war auch ein ausgewachsener Schattenläufer. Das war kein kleiner, das war ein richtiger Brummer. Das heißt, wir hätten jetzt vorerst mal diese Halbinsel abgeklappert. So, aber die Fläche bis zum Weg, also die vom Weg quasi eingeschlossen wird, die ist trotzdem ziemlich groß. Ich will jetzt trotzdem nochmal ganz kurz nach da vorne schwimmen. Denn da war ja noch, also hinter der Hütte von den Jägern war ja auch noch ein bisschen Landmasse. Und da schauen wir uns mal um. Vielleicht ist auch der andere Typ von den Jägern bereit, ein bisschen mit uns zu reden. Übrigens, der angelt gerade hier. Der Joost. Und wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, ob der noch für eine Quest relevant sein wird. Oder ob wir den umhauen sollen für das Amulett. Das er bei sich trägt. Man kann ja an der Seite einfach dran vorbeilaufen. So, da vorne sind die Kameraden. Die EP-Diebe. Kann ich hier wieder... au, au, hoch. Ey, Freund. Geil, du Nuff. So. Der Oscher, der Oschi. Was weißt du über Joost? Ach du Scheiße. Du meinst doch nicht etwa den Typen auf der anderen Seite des Flusses, oder? Genau der. Wenn ich du wäre, würde ich mich von ihm fernhalten. Warum das denn? Naja, sagen wir es mal so. Es ist einfach besser, wenn er da drüben bleibt und uns in Ruhe lässt. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Was ist das Problem? Hör mal, vor langer Zeit sind so Gerüchte über ihn umgegangen. Und das, was ich hörte, reicht, dass er nicht zu uns ins Lager kommen darf. Ach, soll er da drüben bleiben? Lange wird er so oder so nicht mehr durchhalten. Ja, sehr nett. Er möchte bei euch mitmachen. Ja, der kam hier angestolpert. Und wollte unbedingt mitmachen. Der ist für die Jagd nicht zu gebrauchen. Auch wenn, würden wir ihn bei uns nicht mitmachen lassen.
Sind das nicht eure Zelte? Eigentlich ja. Aber wir haben momentan genug zu tun. Zudem ist es schon gefährlich genug im Lager. Da will ich nicht auch noch da hinten schlafen. Dann kann er da ruhig bleiben und auf das Zeug aufpassen. Ist ja ein Wunder, dass dem noch nichts passiert ist. Kannst du mir was über das Jagen beibringen? Klar könnte ich dir das Abziehen von Tierfällen, das Hacken von Klauen und das Ziehen von Zähnen zeigen. Was willst du lernen? Naja, ich denke mal, früher oder später werden wir alles mal machen, aber noch müssen wir eigentlich gar nichts. Also der kann uns ja alles beibringen, also zumindest so der Standardkram. Aber noch werden wir hier gar nichts erlernen, denn wir müssen ein bisschen sparsam umgehen mit den Lernpunkten, die wir haben. Die Sache ist, was auch noch ganz interessant ist, was ich noch erwähnen wollte, auch den Typ habe ich erhalten, oder die Information eher gesagt. Wir werden, also das habe ich ja schon mal erwähnt, wir haben für jede abgeschlossene Quest bekommen wir einen Bug. Also sprich so ein Ding, das wir bei Lucigott eintauschen können. In der Stadt. Und unser Ziel wird es sein, dass als erstes, was wir kaufen werden, bei dem vielleicht ist eine Rüstung. Ja, da gab es nämlich eine Crawler-Rüstung und ich glaube, die ist ganz angemessen. Wenn wir noch ein bisschen gildenlos durch die Gegend rennen. Wird wahrscheinlich das Beste sein. So, auf, wir wählen die Häckselmaschine. Zack, einer nach dem anderen. So macht man das. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Das heißt, leichte Crawler-Rüstung. Keine Ahnung, wie gut die ist, aber wir rennen halt mit der Bürgerkleidung rum. Lederrüstung wäre natürlich auch so ein Ding, aber die muss man kaufen. Und das will ich nicht. Ich will die Sachen immer finden. Was ist denn ein Keiler? Das wäre ja auch mal ein Wunder, so einen Kameraden allein anzutreffen. Komm her. So, zack. Meine Fälle abziehen könnten wir ja schon. Und das ist ja mit so das Wertvollste eigentlich bei den ganzen Viechern. Zähne und Klauen, ja, ganz nett, aber meistens auch nur zum Verkaufen gut. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, normalerweise kommt man, also zumindest wenn man so spielt wie ich, nie in Geldnot. Es geht nicht, man sammelt jeden Kack auf. Das heißt, ich kann hier einfach jede Pflanze verkaufen notfalls. Und da kriege ich auch wieder Geld rein. Und apropos Pflanze, ich erhoffe mir hier eigentlich ja nicht nur Feuernesseln zu finden, sondern auch was Wertvolleres. Ein Kronstöckel wäre ganz nett hier irgendwo, im letzten Eck. Wäre doch eigentlich mal ganz angemessen. Ja, noch 1300 EP, das ist doch gar nicht mehr so weit entfernt. Ob man da unten auch hin kann, links da unten, so ein kleiner Vorsprung. Übrigens, ich gebe euch noch ein bisschen Input von den ganzen Informationen, die ich von Eiskönig erhalten habe. Ich sage das einfach, ich hau einfach mal ein paar Infos raus, dass ihr mich notfalls alle erinnern könnt, falls ich es doch vergesse. Es gibt auch in der Bucht noch ein Wrack. Und da gibt es auch noch was zu holen und das werden wir auch noch machen wollen. Da vorne liegt ein Lederbeutel und ach, jetzt sind wir hier wieder. Ja, ja. Die Sache mit den Wachern. Jetzt haben wir den Lederbeutel, okay. Wollen wir mal versuchen, ob wir einen schaffen? Ach komm, warum denn nicht? Hey, Freund! Von der Seite ist es vielleicht generell angenehmer, weil da kann man gut nach hinten laufen. Und den so ein bisschen aus dem Weg gehen, den Kameraden. Ich weiß übrigens auch gar nicht, woran es lag, dass ich das letzte Mal nicht besiegt habe. Einfach wenig konzentriert oder wahrscheinlich wenig Platz gehabt. Denn eigentlich ist deren Angriffsmuster jetzt nicht allzu komplex. Witzigerweise finde ich es einfacher gegen Feuerwarane zu kämpfen als gegen die normalen. Und wenn die Feuer speien, da kannst du den Schritt nach hinten viel besser machen als. Aber gut, auf der anderen Seite verhalten die sich fast genauso. Die machen ja auch Geräusche beim Angreifen. Ja, von der Seite aus geht es, glaube ich, um einiges einfacher.
Stellt sich natürlich noch die Frage, ob da auf dem Zwischending was Wertvolles ist, außer ein Lurker. Gut, ich glaube, wir können hier eh ins Wasser springen. Wir kommen ja hier an der Seite wieder hoch. Also hoffe ich mal. Also der Varan war jetzt kein Hexenwerk. Muss man einfach mal so sagen. Da habe ich mich wahrscheinlich ziemlich dumm angestellt oder hatte einfach nur wenig Platz zum Kämpfen. Da fanden sich schon wieder diese Lurker, die etwas bläulicheren. Die sind normalerweise eher so gelb-grünlich und die da sind so blau-grünlich. So die Frage, ob das diese Feuerlurker sind oder ob das ganz normale sind. So, mein Freund, das gibt's auf dem Deckel. Das war wohlgemerkt wieder die blödeste Animation, die hätte kommen können. Diese blöde, über den Kopf gefuchte Kacke da. Zieh man doch mal weg. Das darf doch nicht wahr sein. Das war jetzt gerade noch mal knapper, als es sein müsste. Da muss das Fleisch dran glauben. So, die Frage, ob hier irgendwas ist. Kann doch sein, dass hier nur der Lurker ist. Kann man noch ein bisschen EP mitnehmen und das war's dann. Ach du Heilige, ich hätte einen Trank benutzen. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Aber Tränke haben wir nicht so viele. Die habe ich schon gut verbraucht, die ganze Plörre, die wir einst hatten. Die ist tatsächlich gar nichts. Falls ich irgendwas übersehen haben sollte, ne, so in Bezug auf Kronstöckel oder sonst was, dann sagt er mir am besten Bescheid, weil das wäre ja dann doch ärgerlich, ne? Aber bei dem Lurker ist tatsächlich gar nichts. Das ist ja sehr ernüchternd. Schade. Hier hätte doch eine Drachenwurzel sein können auf dem Felsen. So, warum denn nicht? Jetzt sind wir wieder fast an der Hafenstadt. Boah, da drüben ist es richtig krass. Da sind viele Gegner. Das Feld müssen wir auch von hinten aufräumen. Da ist nämlich mehr Platz. Also die Varane hier, das dürfte glaube ich noch zwei sein auf dieser Uferseite. Die könnten wir jetzt sogar machen. Ja, müssen einfach nur nach hinten laufen. Und genug Platz ist ja da. Und auf der anderen Seite, da ist halt noch ziemlich verdichtet so. Ne? Da sind direkt zwei Lurker, zwei Varane. Da hat man wenig Spaß und wenig Platz. So, aber der nächste Freund hier, der könnte eigentlich auf den Deckel kriegen. Hast du gar einen Junge? Ach, ja, komm doch her. Dem können wir natürlich direkt die Visage eintrümmern, das ist gar kein Problem. Jetzt wird die Mama da hinten vielleicht nur ein bisschen sauer sein. Ist eigentlich auch ganz witzig. So ein Modus, dass sie in Rage verfallen, wenn man irgendwie den Nachwuchs tötet. Das wäre ja ganz lustig. Aber ob das innerhalb von Gothic möglich wäre, boah, keine Ahnung. Bei moderneren Spielen ist es natürlich kein Problem oder sogar vorhanden, aber Gothic, du, das ist schon in die Jahre gekommen, da weiß man nicht, ob sowas machbar wäre. Aber es wäre ganz interessant. Ein Rudelverhalten gibt es ja immerhin auch. Bei Keilern, Wölfen, Wargen, sonst was. So, komm her. Ja, da wäre es doch beinahe knapp geworden. Hätte ich ein bisschen nach rechts laufen müssen, sonst wäre ich da hinten runtergetorkelt. So, und ein paar Tränke runterpumpen. Und ein bisschen Fleisch hinterher. Jetzt dürften wir aber tatsächlich die Uferseite, oder? Da war glaube ich kein Varan mehr. Da vorne sind ja schon dann demnächst die Wachen. 800 EP. Jetzt habe ich das wieder zwei Folgen nach hinten verschoben im Ison, ne? Das gibt's gar nicht. Ich bin aber auch ein Depp. So, und gut, die da drüben lassen wir erstmal in Ruhe. Aber hier ist jetzt erstmal alles außer Gefahr hier. Jetzt alles Gefahren geklärt. Bin ich mal gespannt, ob der mir davon wieder Geld abknöpfen will. Deswegen laufe ich gerade mal richtig aggressiv drauf zu. Nö. Da lässt er uns so weit in Ruhe.
Wo jetzt nochmal? Hier vorne haben wir doch eigentlich sogar relativ viel Platz. Naja, gut, so viel ist es auch nicht. Aber woran lag es das letzte Mal? Ich probier gerade nochmal, vielleicht kriegen wir den einen noch platt. Dann können wir auch das ganze Feld da aufräumen. So, lassen wir den mal kommen. Auf, komm her. Lass die anderen aber daheim, ne? Ah, da hat es gerade getroffen. Oh, direkt zweimal. Lass mich gerade blöd treffen. Ich kann aber auch gar nicht mehr so weit nach hinten, oder? Ein bisschen. Jetzt haben wir ihn. Genau da, wo wir ihn haben wollen. Zack! Haben wir ihn im Baum eingeklemmt. Ja, also keine Ahnung, woran es das letzte Mal eigentlich lag. Ich, ja, hab mich wahrscheinlich einfach nur ziemlich blöd angestellt. Da ballern wir uns mal einen Schinken rein. Ein bisschen Fleisch. Und in der nächsten Folge, ja, gucken wir mal, dass wir den Rest auch noch vielleicht platt kriegen auf der anderen Uferseite. Denn so unmöglich scheint es gar nicht zu sein. Vielleicht war es auch das letzte Mal noch mit dem Wolfszahn. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Kann aber auch sein, dass ich schon mit dem groben Breitschwert versagt habe. Also das wäre auch möglich. Gut, das heißt dann in der nächsten Folge endlich mal Richtung Ishorn, nachdem wir da vorne alles geklärt haben. Level Up steht kurz bevor, ja, 630 EP. Das ist in einer Folge locker machbar. Also, hoffe ich. Dann können wir mit 20 Lernpunkten auch zurück in die Stadt marschieren und die Quests abgeben und dies und das. Und dann geht's zum Joff und danach an die Aufnahmequests. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.